So, da bin ich wieder. Sorry, Leute. Na, wie üblich, man kennt das ja mit der Familie. Mein ständiges Mister einem zwischen reinkrakehlen und stören. So. Hatten wir mal den Kasten hier. So, eins, zwei, drei, vier. Gut. Schön, 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 schön. Sogar noch besser. Ach ja, genau. Autohacker. Sehr fein. Bei hier waren wir den normalen dabei. Damit kann man noch Spaß haben. So. Ups. Ah, meins. Meins, meins. Ich? Warum? So. Jetzt bist du angeschissen. Aha. Hä? Da bist du platt. Gucken, gucken muss. Sah schon mal besser aus, die Stadt. Der Parasit ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechtfertigen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Schleichwerbung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommt mir das Ding bekannt vor. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Ja. Los, Choppers! Nehmt den Laden auseinander! Ach nee. Leg dich ein bisschen hin, relax ein Stückchen. Ansonsten habe ich nichts zur Auswahl, okay. Wollt doch nicht wirklich Ärger mit mir. Nein, das wollt ihr doch nicht. Leck mich. Schlampe. So, habe ich jetzt das Wortduell gewonnen? Bin ich jetzt hier der größte Beleidiger? Gut. Wollte ich ja nochmal gesagt haben. Ich bin der härteste Trinker hier. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Geil. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Tonband. Jimbo, ich habe einen kleinen Dating-Tipp für dich. In Sachen Mädels warst du immer eine Null, aber mit der Taktik läuft's hundertprozentig. Schnapp dir eine Kleine und geh mit ihr in den Park. Geh zum Geschenkladen und kauf ihr einen Teddy. Das ist der Schlüssel.
Dann, wenn's langsam spät wird, lad sie zu einer Fahrt in der Geisterbahn Reise zur Oberfläche ein. Und gleich nach dem ersten Mal erschrecken, hängt sie an dir dran. Und die Knutscherei geht los. Cool. Ich will auch so eine Freundin. Und wieder mal bin ich pleite. Verdammter Einkaufsrausch. Ich sollte nicht so viel einkaufen gehen. Und natürlich gehe ich mir jetzt Plasmide kaufen, was total sinnvoll ist, nachdem ich gerade gesagt hatte, ich gehe nicht mehr einkaufen. Oh Gott, ich bin so voller Widersprüche. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Das Gequake von der ist wirklich unerträglich. So. Na komm, komm, komm. Interessiert keine Sau. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnitt? Moment mal. Wusste ich's doch. Ich verdiene. Haha. Hoppala. Sorry. Hupsala. Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Weil er keinen Kopf mehr hat. Meine Güte, ich hab's hier nur mit Idioten zu tun. Das Offensichtlichste übersehen sie. Okay, dieses Plasmid hätte ich mal ganz gerne irgendwo gesehen. Ich meine, du putzt hier... ja. Na egal. Ich hinterfrage das nicht. So, Ah ja, das kann ja nützlich werden. Gut. Gut, 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 gut. Meine Güte. Als ob man Make beim Singen zuhört. Seine Stimme erhält den Raum und dann platzen alle Glühbirnen. Was ist hier nur los? Okay, du willst Stunk. Du willst Ärger. Wenn du Ärger willst, dann gebe ich dir Ärger. So, jetzt halt mal still. Ach, mit dir werde ich auch noch fertig. Ja, mal lappen. So, na. Fall tot um. Zähes Mistvieh. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Puh. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber... Mann, oh Mann, ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi aus! Du wirst noch ersticken! Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient.
aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donny, ich hab gesagt... Ja? Was hast du denn gesagt? Ja. Die Wege wurden ja freigemacht und hier kann man wieder runterdabbeln. So, die Sicherheitszugänge. Schön gemacht. So, ach, stimmt ja. Ganz wichtig, darf ich nicht vergessen. La, 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 la. Hallo, du doofe Nuss. So, hier habe ich, glaube ich, alles mitgenommen. Ja. Verbandskästen waren keine mehr da. Aber Sprit. Für Ryan war das Individuum ein Held. Ein edler Überlebenskünstler. Und Rapture war sein Paradies. Ein Schrein für die Überlegenheit des Egos. Und das Ergebnis? Sklaverei, Völkermord, Chaos. Jetzt, da der Tyrann tot ist, sind wir ein wahres Kollektiv. Eine einzige große Familie. Aus diesem Grund habe ich mir nie die Supernanny im Fernsehen angetan. Geistige Verblödung. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholt. Ah ja. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Ah ja, spring du mal, Ja.